Während die ganze Welt das Loblied auf die türkische Drohne Bayraktar singt, die sicherlich ein hervorragendes Produkt für ihre Nische ist, hat Russland einen ernsthaften Konkurrenten für sie vorbereitet. Die Orion-E-Drohne betritt den internationalen Markt und ihre Schöpfer sind zuversichtlich, dass sie erfolgreich sein wird. Lassen Sie uns in dieser Ausgabe nachsehen, warum. Seit langem dominieren die Amerikaner mit ihrer Schockdrohne MQ-9 Reaper, die mit einer lasergesteuerten Rakete Gegner in Tausenden von Kilometern Entfernung treffen kann, das Drohnenfeld. Allerdings erreichten die Kosten pro Schuss manchmal $100.000 und die Drohne selbst kostete $30 Millionen und mehr. Früher oder später musste einfach ein einfacheres, aber billigeres Konkurrenzprodukt auf den Markt kommen und die Türken hat das geschafft. Deren operative taktische Kampfdrohne Bayraktar TB2 für mittlere Flughöhen ist etwa 10-mal günstiger als die amerikanische Reaper. Zwar sind die Eigenschaften der türkischen Drohne eher bescheiden. Ihr Flugradius beträgt nur 150 Kilometer, die praktische Flughöhe liegt bei 7300 Metern, die Flugzeit 12 Stunden und die Nutzlast beträgt 150 Kilogramm. Auch der Bayraktar kann sich nicht mit einer Größenvielfalt an Waffen rühmen. Es gibt eine gelenkte Tauschkörperbombe, eine leichtere Version davon und eine gelenkte Panzerabwehrrakete. Die Praxis des Kampfeinsatzes der Bayraktar in Syrien und vor allem in Bergkarabach hat jedoch gezeigt, dass sie völlig ausreichend ist. Und die Türken haben mit ihrer Drohne eine freie Nische auf dem Waffenmarkt besetzt. Zugegeben, jetzt werden sie weichen müssen. Die russische Orion ist etwas größer und schwerer als die der Türken, kann aber gleichzeitig 100 Kilogramm mehr Nutzlast an Bord nehmen und fliegt etwas höher. Die Hauptunterschiede liegen in anderen Dingen. Erstens ist die Bordausrüstung von Orion E wenig empfindlich gegenüber den vorhandenen radioelektronischen Kampfsystemen, was immer noch ein Schwachpunkt von Bayraktar ist. Zweitens hat die russische Drohne eine Reichweite von 300 km gegenüber der türkischen von 150 km. Ihre Flugzeit beträgt 24 Stunden gegenüber 12 Stunden. Drittens gibt es eine breite Palette von Waffen für die Orion. Denkbare Luftbombe KAB-50, denkbare Gleitbombe UPA-AB-50, die übliche FAB-50 mit einem Gefechtskopf des Raketenwerfers GRAT. Es gibt Kleinstflugkörper wie die KAB-20 und ein Analogon der amerikanischen AGM-114 Hellfire, Lenkwaffe X-50. Und das alles zu einem Preis, der 8 bis 10 Mal günstiger ist als die ausländische Munition. Aber vielleicht ist der größte Vorteil, dass Orion viel russischer ist als Bayraktar, das türkisch ist. Letztere hat nur einen eigenen Rumpf und eine eigene elektrische Verkabelung, während die restlichen 80% der Konstruktion importiert werden. Dies führt bereits zu Problemen beim Absatz auf dem Weltmarkt. Nur der Rotax 912 Motor ist im Orion E fremd, aber ein russischer Ersatz ist schon fast geschaffen. Alles andere ist komplett aus russischer Produktion, sodass Sie keine Angst vor Sanktionen haben müssen. Und schließlich das Wichtigste für die internationale Förderung, wie der Entwickler von Orion E erklärt, wird es den Kunden zu einem Preis angeboten werden, der deutlich unter dem von Bayraktar liegt. Eine Orion-Anlage wird derzeit in Dubna in der Nähe von Moskau gebaut und die Drohne selbst erhält bereits Vorbestellungen für den Export. Die Zeit wird zeigen, ob es sein türkisches Pendant im Wettbewerb schlagen kann, aber die russische Drohne hat definitiv gute Chancen auf Erfolg.